In diesem kurzen Hilfevideo werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Berechnungsfehler in der Berechnung des Rohrnetzes rückgängig machen können. Zunächst sind wir im Modul Rohrnetz im Bereich Berechnungs drin. Hier oben links haben wir die Möglichkeit, die Netzelemente-Übersichte zu öffnen. Rechts daneben befindet sich direkt die Option der einzelnen Teilstrecke, Heizkörper oder ähnliches. Dort können wir uns immer die einzelnen Module oder Baugruppen raussuchen, die verbaut sind. Unten links haben wir die Möglichkeit, die Elementeigenschaften und Netzeigenschaften aufzurufen, das heißt immer elementspezifische oder netzspezifische Eigenschaften, die dort hinterlegt worden sind, abzulesen. Unten sehen wir dann nochmal die Möglichkeit von Fehlerwarnungen und Hinweisen und oben rechts in unserer Einstellung für die Berechnung. Wenn wir jetzt mal auf den Taschenrechner klicken zur Berechnung, kommt auch schon die Meldung raus, dass die Berechnung wegen Fehlern abgebrochen wurde. Jetzt kriegen wir schon direkt die Ausgabe heraus, dass unterschiedliche Systemtemperaturen vorliegen oder Ausgangstemperaturen und wir an einem T-Stück diese Temperaturen haben. Wenn wir diese Meldung anklicken, kriegen wir auch direkt die Stelle gezeigt, wo das Ganze ist. Hintergrund ist hier natürlich, dass wir zwei getrennte Heizsysteme haben. Einmal einen Fußbodenheizkreis und einen Heizkörperheizkreis. Der Heizkörper wurde mit 55 Grad Vorlauftemperatur angenommen und die Flächenheizung lediglich mit 35 Grad. Dort erkennt das Programm auch automatisch, dass wir einen Mischer einbauen müssen und dies müssen wir jetzt nachfolgend im Modul Rohrnetz machen unter Rohrbauteile, uns dementsprechend den 3-Wege-Mischer ausbauen und diesen 3-Wege-Mischer in unsere Leitung einbauen. Nachdem der 3-Wege-Mischer platziert wurde, können wir wieder zurück in die Berechnung gehen und auch dort wieder sagen, wir möchten einmal ein Netz aktualisieren, dann die automatische Profilzuweisung machen. Da kriegen wir jetzt Warnmeldungen raus, lediglich, dass Profile zugewiesen wurden, wo vorher noch keine waren. Das können wir dann mit unserem grünen Haken bestätigen, gehen wieder in die Berechnung und dann kriegen wir auch wieder einen Fehler rausgegeben, und zwar, dass keine Mischertemperatur gegeben ist. Dafür klicken wir auch wieder auf die Fehlermeldung und können dann unten links in unsere Elementeigenschaften dementsprechend die Vor- und Rücklauftemperaturen von unserem Mischer eingeben, damit das System weiß, wie es rechnet ab dieser Stelle. Wenn wir dort 35-30 eingegeben haben, aktualisieren wir unser Netz, gehen wieder in die Berechnung und kriegen schon wieder andere Fehlermeldungen raus. Zunächst mal eine Warnmeldung, ungültiger Wassereinhalt. Wenn wir dort drauf gehen, können wir den Wassereinhalt vom Verbraucher angeben oder Wärmeerzeuger, so gesagt. Wenn wir dann wieder das Netz aktualisieren und in die Berechnung gehen, kriegen wir die Meldung rausgegeben, dass keine Pumpe verbaut ist. Wenn wir eine Pumpe auslegen wollen, müssen wir diese natürlich auch platzieren. Dafür klicke ich ganz einfach einmal auf die Fehlermeldung, sehe wieder den Bereich, wo die Pumpe fehlt und logischerweise haben wir gar keine Pumpe verbaut, dann kann auch dieses Netz so in der Hydraulik nicht funktionieren. Das heißt, wir gehen wieder auf unser Rohrnetz, wählen uns die Pumpe aus und platzieren jetzt zwei Pumpen. Einmal eine für den Fußbodenheizkreis und natürlich für unseren Heizkörperheizkreis. Wenn wir das gemacht haben, können wir wieder auf die Berechnung gehen und in der Berechnung sagen, wir möchten das Ganze nochmal berechnen und kriegen so nach und nach die Fehlermeldung weg.